Hier steht immer noch. Hier eine 1. Super, ne? Also das schalte ich einmal aus. Dann können wir noch ein bisschen hier den Motor uns mal angucken. Ist ein schlanker Permanentmotor. Den kann man hier auch noch verstellen. Warum genau das so ist, das müsste ich noch nachlesen und schauen. Hier ist das Typenschild. Und hier wollte ich mal kurz zeigen. Das ist die Schrägstellung des Sägearms hier. Wir können den verstellen. Also hier bleibt ja der Sägetisch in der Waagerechten und hier verstellt sich dementsprechend der Sägetisch. Nun ist es aber so, es wird angegeben mit 45 Grad zu beiden Seiten. Einseitig würde ja schon reichen, weil man ja schon spiegelverkehrt sägen kann. Aber der lässt sich in beide Richtungen neigen. Also nach rechts lässt er sich hier 46 Grad neigen. Und da kann er auch eingeschaltet, kann die Säge auch eingeschaltet werden. Da hört man jetzt nochmal den Kunststoff ein bisschen lauter. Das ist die Absaugung. So, und jetzt ist das Geräusch weg, weil das Sägeblatt nicht mehr da dran geht, dran kommt. Jetzt ist hier die Problematik. Wenn wir das mal genau betrachten, jetzt wird es wieder lauter, das ist kein Problem. Das ist der Moment, die Münze steht immer noch, das ist der Moment, wo ich sage, da ist Schluss. Bei 25 Grad liegt es jetzt. Wir können natürlich auch noch höher gehen. Das heißt, hier haben wir auch noch die Möglichkeit. Moment, ich schalte noch mal kurz ein. Also hier oberhalb von diesem Kunststoff, von dieser Kunststofffolie ist eingefräst. Das heißt, wir haben noch Luft nach oben. Das kann man sehen. Und hier ist ja die Absaugung. Fakt ist, dass im Betrieb die Säge mit diesem einfachen, nützlichen, mit der Flügelschraube endlich dran kommen würde. Bei 30 Grad. Wenn man nun aber diese Flügelschraube mit einem Imbus, mit einer Imbusschraube oder einer Madenschraube tauschen würde, sodass es mit einem Imbusschlüssel dann tätig wäre, möglich wäre, oder ja, dass die einfach ein bisschen kürzer wäre, dann könnte man die noch ein bisschen weiter neigen. Denn so gesehen würde die dann auch fast bis 45 Grad hinkommen. Aber ein Betrieb ist schlecht möglich, weil die dann dahin hauen würde. Ja, immer noch. Das würde ich dir auch noch nicht zumuten. Also bei 30 Grad ist es mehr als genügend, weil wir ja noch die andere Seite haben. Und wenn ich einen Schrägschnitt setzen möchte, kann ich auch genauso spiegelverkehrt arbeiten. In der Hinsicht ist es kein Manko meinerseits.
Ich finde die klasse. Man kann justieren den Anschlag bzw. die Neigung hier. Man kann doppelt justieren. Man hat auch die rote Anzeige hier und man hat auch noch die Möglichkeit, hier das Ganze, die Gradeinstellung zu justieren. Was hier ganz klasse ist, ist ja auch nochmal die werkzeuglose Blatteinspannung. Ein Schnellspannheber, Hebel haben wir hier. Die Blatteinspannung funktioniert tadellos. Sowohl oben als auch unten. Das heißt, man braucht hier gar keine, ja, man braucht hier gar keine Werkzeug oder Schlüssel. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist drin. Ja, und es wird eingespannt. Okay, was kann man noch machen? Man kann den Sägearm hochlupfen, hochheben, um Innenausschnitte zu sägen. Wir haben hier noch eine Möglichkeit zu verstellen, um die Blattspannung zu garantieren. Und ganz unten, was auch noch zur Laufruhe beiträgt, wir haben die verstellbaren Füße. Die kann man dann individuell an die Werkstattumgebung anpassen. Also, das war's eigentlich im groben Ganzen. Damit sage ich viel Spaß mit der Säge und bleibt neugierig.